Hallo zusammen. Ja, heute zeige ich euch Sven und Jessie. Die Bilder sind von den beiden geschickt worden, auch ein Video. Und ich bedanke mich dafür, dass wir hinter die Kulissen schauen können. In dem ersten Foto habt ihr gesehen, da haben die sogar ein Richtfest gefeiert. Und es ist jetzt mittlerweile schon 2 Jahre her, dass wir das Haus ausgeliefert haben. Wie man sieht, haben die sich auch schon eingerichtet, Tiere angeschafft, sehr viel selber gemacht und die Jessie hat uns hier ein paar Fotos von innen geschickt, wie das Haus ausschaut. Eine schöne Landhausküche, helle Farben mit ein paar Akzentwänden. Sie hat sehr, sehr, ja, schon einen sehr, sehr guten Geschmack, denn es ist nicht zu durcheinander gewürfelt, sondern es hat schon so eine Stilrichtung, diese Landhausrichtung. Badewanne und Dusche haben wir auch ganz selten gezeigt, weil das auch nicht jeder möchte. In dem Fall ist es aber so, ein Abstellraum und ein Schlafzimmer. Die beiden haben keine Kinder, dafür sehr viele Tiere mittlerweile. Und hier sieht man auch das Video von der Jessie, was sie gedreht hat. Vielen Dank dafür nochmal, damit man das Häuschen nochmal in Bewegung sehen kann. Und im April werden wir die beiden mit Sven Tietzer besuchen. Das wird wieder lustig. Bis dahin haben die bestimmt noch mehr im Garten gemacht und vielleicht sich noch mehr Tiere angeschafft. Und hier sieht man die Aufteilung noch mal ganz gut. Ein sehr geräumiges Badezimmer, was den beiden sehr wichtig war. Die Jessie ist gerne in der Badewanne. Und hier nochmal das Schlafzimmer mit einer Akzentwand und ich sehe sogar eine kleine Leiter. Wie süß ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich nehme mal an, das ist für die beiden Fellnasen. Hier sieht man nochmal den Abstellraum mit Waschmaschine, Trockner, Gastherme und dahinter wahrscheinlich Sachen, die man nicht sehen möchte oder zeigen möchte. Hier sieht man nochmal die beiden glücklichen Fellnasen, Wachtelhühner, Katzen, normale Hühner, so wie ich das gesehen habe. Und natürlich ein Kräutergarten darf nicht fehlen. Kätzchen fühlt sich auch wohl. Ja, die beiden leben sehr minimalistisch, sehr bewusst ja, fühlen sich wohl in 50 Quadratmetern. Hier sieht man, Sven hat eine eigene Terrasse gebaut und ein Pavillon darüber. Mensch und Tier fühlt sich wohl. Und ja, hier sieht man gleich auch nochmal Pavillon im Dunkeln und das Häuschen von außen. Und hier sieht man es nochmal im Sommer. Wunderschön mit Geschmack, eine eigene Leiter bzw. eine Treppe ins Häuschen. Und auf das nächste Video freue ich mich auch, beziehungsweise wenn wir dann mit Sven Tietzer die beiden besuchen dürfen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für diese Fotos und dass wir hineinschauen durften. Bis bald, euer Vitalcamp-Team.